Wir sind jetzt in Krebsöge. Heute kommt der letzte Teil der Wanderung das Wasserquintett. Wir laufen jetzt von Krebsöge zurück nach Rade vorm Wald, 11,5 Kilometer. Wenn ihr Lust habt, begleitet uns auf dem letzten Teil dieser Wanderung. Ja, es ist ganz schön kalt. Wir sind jetzt gerade über die Staumauer der Wuppertalsperre gelaufen und laufen jetzt sozusagen den Tuchmacherweg rückwärts. Wir sind hier entlang einer Bahnlinie unterwegs. Diese Bahnlinie ist stillgelegt. Allerdings finden am Wochenende durchaus kleine Touren mit Draisinen statt. Als wir Anfang Mai hier lang gegangen sind, kamen auf der Hin- und auf der Rücktour Draisinen an uns vorbeigesaust. Das war ganz interessant. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, sollten das auch mal versuchen nachzuschlagen. Wir folgen jetzt weiter dem Verlauf der Wupper. Die Wupper fließt rechts von mir tief unten im Tal. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht man immer wieder Industrieanlagen, die heute teilweise noch genutzt werden, aber teilweise auch nicht mehr genutzt werden. Wir sind eben am Wülfing-Museum vorbeigekommen und über das ehemalige Fabrikgelände der Firma Johann Wülfing gelaufen. Gerade sind wir jetzt hier auf der Brücke und überqueren die Wupper. Und gleich haben wir einen relativ steilen Berganstieg vor uns. Deswegen machen wir jetzt hier kurz eine Pause und laufen dann, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube so etwa gut einen Kilometer relativ steil den Berg herauf. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Pause haben wir gerade gemacht und jetzt geht's den Berg rauf. Hier geht es jetzt schön steil, noch mindestens 500 Meter den Berg herauf. Den steilsten Anstieg haben wir jetzt hinter uns.
Wir laufen jetzt, nachdem wir über die Höhe gelaufen sind, wieder in einem lichten Buchenwald. Der Herbst färbt die Umgebung hier in diesem Wald wunderschön. Ja, wir laufen jetzt weiter Richtung Radevormwald. Und zuerst geht es wieder ein Stückchen runter und dann melde ich mich gleich nochmal, wie es weitergeht. Mittlerweile sind wir wieder in Radevormwald angekommen. Wir haben noch 750 Meter, dann sind wir wieder am Bürgerzentrum und dann ist das Wasserquintett beendet. Die Wanderung Nummer 8 vom Wasserquintett haben wir jetzt beendet. Wir sind jetzt wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen und sind mit Zuwegen etwa 112 Kilometer gelaufen.